Leute, wir sind jetzt hier den letzten Tag am Renovieren. Wir haben ja gestern auch schon gesagt, dass heute Mieter, potenzielle Mieter kommen, die die Wohnung auch noch mieten wollen. Und wir probieren jetzt hier alles fertig zu machen. Wir sind ein bisschen kurz angebunden, weil wir alle noch Spätschicht haben und später dann auf jeden Fall noch auf unsere reguläre Arbeit müssen. Deswegen gehen wir jetzt hier ein bisschen Stoff, würde ich sagen. Ne? Wir sind alle echt gut geschlaucht und stehen mal bis. Ein paar Kleinigkeiten haben wir alles schon. Ja. Und dann geht's gleich auf den Weg nach Hause. Jo. So, mit der Wohnung sind wir jetzt erstmal durch. Die beiden fahren nächste Woche Samstag nochmal. Die Woche. Diese Woche. Samstag nochmal hin. Ja, stimmt. Jetzt am Samstag nochmal hin und machen alles fertig. Hätten wir noch einen halben Tag mehr gehabt, ne? Hätten wir wahrscheinlich alles fertig bekommen hier. Ne? Ja, ist jetzt unser Renovierungsmarathon nicht ganz aufgegangen. Ne? Aber wir sind gut vorwärts gekommen. Ja, zeig vielleicht mal, was wir gemacht haben jetzt. Das sieht man doch. Endgültig. Ja, ne, nur jetzt. Einmal endgültig halt. Hier liegt überall Laminat. So, hier hat der Mike schöne Regipswand reingezogen, ne? Hier war so eine Ausbuchtung, die sah ziemlich scheiße aus. Sieht jetzt übelst geil aus. Also das, von diesem Zimmer sind wir am meisten begeistert, aber nur die Hälfte. Ja. Weil da haben wir halt von Grund auf neu gemacht und das ist das Geilste, ne? Jo. Also hier haben wir auch neuen Boden gelegt. Einmal komplett weiß gestrichen. Eduard macht noch schöne Leisten dran. Heizkörper war zum Glück neu gewesen. Ja. Dann Türen, Zagen alle gestrichen. Hier in dem Raum haben wir dreimal gestrichen oder zweimal? Zweimal. Zweimal gestrichen, weil das war mal ein Raucherzimmer, das war extrem, ne, mit dem Nikotin. Da haben wir einmal gestrichen, das hat überhaupt nicht gedeckt. Und jetzt haben wir nochmal so eine Nikotinfarbe benutzt, die fast gut ist. Jo. Ja. Die hat nicht 100%, aber ich denke mal, das war auch sehr, sehr krass. Ne? Ja, Nikotin ist auf jeden Fall der Endgegner in so einer Wohnung. Das ist echt, haben wir sehr unterschätzt halt. Ne? Ja, haben wir gut unterschätzt mit Nikotin. Hatten wir schon mal Probleme da. In einer anderen Wohnung halt, in so einem kleinen Badezimmer, genau. Und hier ist jetzt auch Katastrophe gewesen. Ja, hier sind schon die Leisten dran, sieht man direkt wieder Leisten dran, tipptopp. Dann müssen nur noch ein paar Ecken ein bisschen Silikon gemacht werden. Ansonsten halt auch Boden, Leisten, Wand, Decke, neu. Heizkörper war auch neu hier in dem Zimmer. Ja. Ich kann ja jetzt, ja, in dem nächsten Video blende ich mal ein, wie das vorher ausgesehen hat. Ja, wo komplett fertig ist. Der direkte Vergleich ist, glaube ich, krass. Ja, im Flur hat sich auch viel getan, ne? Schöner, du musst weitermachen. Das ist der Verwalter. Ja, Flur ist auch gestrichen, Decke gemacht, neuer Boden, die Leisten sind hier schon fertig. Was haben wir Badezimmer gemacht, Mike? Badezimmer haben wir nicht viel gemacht, ne? Nee, doch, sauber, Badezimmer haben wir komplett gestrichen. Neuen Heizkörper rein. Neuen Heizkörper rein, neue Klodeckel normal und eine neue Duschbrause. Aber nur die Brause, weil das bei der Rest sieht echt super aus. Hier machen wir auf jeden Fall noch hier an der Badewanne, machen wir den Silikon neu. Genau, weil das kommt ist auch immer, Samstag. Immer da hinten ist der auch schon ein bisschen aufgegangen, das ist immer kacke halt mit Feuchtigkeit. Wenn ihr da reinzieht und dauerhaft da reinzieht, dann kann es große Probleme geben. Jo. Ja, in der Küche. Ist auch eigentlich Boden neu gestrichen. Den Fliesenspiegel haben wir jetzt so gelassen, weil wir dann bei den Mietern meistens machen die hier neuen Küchen mit einer Rückwand. Ne? Also kenne ich das, man kann die Rückwände sogar mit so einem großen Vinyl machen oder mit irgendwas. Ja, ja. Das ist eigentlich sehr, sehr günstig und deswegen haben wir den diesmal so gelassen. Und das andere Schlafzimmer haben wir auch Wände gemacht, den Boden gemacht, den Heizkörper mussten wir streichen, das war der einzige alte, ne? Nee. Im Badezimmer haben wir einen neuen gemacht, den haben wir gestrichen. Hier sind auch alte Holzfenster drin, aber die sind Allgemeineigentum und die werden nach und nach erneuert. In anderen zwei Zimmern waren schon neue, hier ist schon die Tür neu. Ja, und hier haben wir auch das erste Mal jetzt quasi erlebt, wie das ist, wenn man die Hausverwaltung anruft, weil die Fenster irgendwie schwer einzustellen sind oder was. Ich hatte das erstmal probiert, dann hat der Eduard mir gesagt, das ist Allgemeineigentum, dann habe ich die Hausverwaltung angerufen und im Thomas sei im Namen und dann innerhalb von einem Tag haben sie sich gemeldet, ne, und haben hier einen Handwerker hingeschickt, der das Fenster einstellt. Das hat eigentlich, war das ganz cool. Wir haben halt vercheckt, dem zu sagen, dass
alle eingestellt werden sollen, jo. Aber ist halt, wenn die Mieter sich beschweren, werden wir es genauso nochmal machen. Naja, weil ich glaube, ein, zwei Fenster gehen nicht so gut und wenn die sich wirklich beschweren, dann rufen wir da an und fertig. Der Thomas ist auch gerade fertig. Dann würde ich sagen, Thomas, sag mal mit Tschüss, mit dem Video war es das jetzt, ne? Tschüss. Oder sollen wir den Mirsa gleich noch vielleicht mit draufnehmen? Ja, nehmen wir gleich ja. Drauf. Wir fahren jetzt noch ganz kurz zum Mirsa. Der hat uns ja einen Abend hier besoffen gemacht. War aber ganz cool. Und dem sagen wir jetzt noch Hallo und danach fahren wir auf die Spätschicht. Weiter Ackern. Also nochmal hier an der Stelle schöne Grüße vom passiven Einkommen. Jo. Hä? Ach ja. Mirsa, was geht ab? Auto. Ja, ja, auf jeden Fall. Der Eduard hat doch nichts gemacht gestern. Hä? Nee, macht nichts. Alles gut? Jo. Wir fahren gleich zur Arbeit, Alter. Ja, meine ich, da ist doch noch ein Bier. Auf der Arbeit. Trinken auf der Arbeit. Ja. Noch besser. Tu mal rein. Auf der Arbeit ist das Geld. Unsere Arbeit. Wie? Vor ja. Wohnungen. Mirsa. Ja. Hau rein. Hör mal. Wir gehen ins Ackern. Wir sehen uns dann Samstag, ne? Jo, ja. Bleib auf Instagram aktiv. Ja. Ja. Hau ja. Raus die Videos. Muss ich machen. Leute, der Thomas und ich, wir haben ein bisschen Energie geschöpft jetzt auf der Fahrt. Muss man ja nutzen, die Zeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Das nennt man doch Life Balance, Life Work Balance. Ja. Auf im Auto schlafen, in der Wohnung arbeiten. Ja. Und jetzt auf die Arbeit fahren. Auf jeden Fall habt ihr die Wohnung jetzt gesehen. Ja, nur noch Tschüss sagen, ne? Ja, wir fahren jetzt arbeiten. Ja. Wieder bis nach 10. 800 Metern. Ja. Und dann gehen wir schlafen. 32. Ja. Dann ist halt, der Thomas hat das ja auch gestern gesagt, dann hat diese ganzen Sachen, die halt immer weiter anfallen. Ne? Ich muss jetzt gucken, dass ich nach der Spätschicht da die Videos schneide. Ne? Der Thomas muss gucken, dass der Büroarbeit macht. Der Eduard sucht auch immer weiter, obwohl wir aufhören wollten zu suchen. Aber das bleibt dann auch alles auf der Strecke dann, ne, wenn man so hart beim Renovieren ist und sowas. Und ja, das müssen wir jetzt alles ein bisschen nachholen. Ja, auf jeden Fall die nächsten Schritte sind, da fahre ich und Eduard, ne? Am Samstag fahren wir dahin, probieren dann am halben Tag die Bude fertig zu machen. Wenn unsere potenziellen Mieter die nicht haben wollen, machen wir noch mal ein paar Besichtigungen. Ne? Jo, zwei haben wir nochmal angerufen. Ja, auf jeden Fall kriegen wir die Wohnung vermietet für das, was wir haben wollen. Ich denke mal, dann machen wir irgendwann mal auch ein Video zu, ne? Ja. Mit Zahlen vielleicht, müssen wir mal schauen. Ja. Oder im Monatsupdate, ne? Genau, da sieht man. Ist aber schnell wach geworden. Und ansonsten, Leute, ne? Haut rein und seid fleißig. 100%.